So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum dritten Part von Sport ist Mord. Ihr seht, mein Team hat sich nicht viel dran geändert, außer dass wir in der letzten Episode den lieben Lodi im ZOM kaufen konnten. Und ja, was werden wir dieses Mal kaufen oder haben wir die Chance auf einen Inform? Dazu wird es dieses Mal nicht ganz kommen. Erstmal sehen wir das gegnerische Team, lupenreines BPL-Team mit Pace und Stärke. All das, was dieses Jahr in FIFA sehr, sehr wichtig ist, ist hier, sage ich mal, auf 11 Mann verteilt. Und jetzt kann ich nochmal ganz kurz dazu oder darüber ein Wort verlieren, warum letzte Woche kein Video kam, beziehungsweise momentan auch keine Videos auf meinem Kanal kommen. Ich kann nichts hochladen. Also dieses Video, da werde ich locker 2 Tage für brauchen, um es hochzuladen oder irgendetwas dergleichen. Und dadurch, dass ich halt bei den Hamburger Youngsters auch vertreten bin, war mir dieses Video ein bisschen wichtiger, einfach damit Kevin nicht wieder für mich einspringen muss. Deswegen gibt es dieses Spiel heute auf die Ohren, aber nur eine einzige Partie. Ich hatte hier mit der Partie mit genügend Lags etc. zu kämpfen. Übrigens auch gerade wegen der Mannschaft kein wirklich sonderlich einfacher Gegner. Ich habe mir wirklich die Haare ausgerissen und meine Zähne zerbissen. Aber naja, Ergebnis seht ihr ja später. Und dementsprechend würde ich, weil die Partie auch endlos lange geht, wahrscheinlich wieder auf fast 20 Minuten kommen etc. Das wollen die meisten nicht. Also werde ich dieses Video, weil es halt wirklich spannend war, diese Partie, ein bisschen länger geschnitten lassen. Ab der nächsten Folge, wenn Internet wieder normal funktioniert, 2 Partien kurz zusammengeschnitten, dass wir vielleicht mit 2 Partien auf 10 Minuten kommen, dann passt das. So, ihr habt hier gerade in der 22. Minute die erste richtige Chance gesehen. Und ja, wenn man solche Freistöße, sage ich mal, ausübt, wird man gegen so eine Mannschaft hart, ja, bestraft, wie man sehen kann. Im Übrigen eine total beschissene Grätsche von meinem Innenverteidiger. Ich habe die nicht verstanden. Wenn er zur anderen Seite angesetzt hätte, die Grätsche, ihr seht sie jetzt gleich hier nochmal in der Wiederholung, da, nicht vom Spieler weggegrätscht hätte, sondern zum Spieler hin, was ja eigentlich machbar ist, dann hätte das funktioniert, dann hätte ich den Ball gehabt. So, na gut, liegen wir 1-0 hinten. Hier kommt jetzt auch nochmal Benteke durch. Schöne Ballannahme mit dem Kopf und auch hier sieht man ein bisschen von Lags geplagt, da kann ich dann wirklich nichts dran ändern. Mein Internet sei Dank. Kassieren wir dann das 2-0. Richtig schöner Ball, gut mit Benteke durchgesetzt. Habe ich schon fast die Hoffnung aufgegeben. Aber nun, Yilmaz probiert sich durchzusetzen, schafft es nicht. Hahn auch nochmal einen Ball, zieht den Ball nach hinten und zieht nach innen. Hahn will schießen und wird des Todes umgekloppt. Wow, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war. Ja, Walker. Kai Walker, sein Außenverteidiger, kassiert hier dick eine rote Karte. Hahn, wirklich, also, das sah wirklich böse aus, was hier passiert ist. Und nun haben wir die Möglichkeit, den Ausgleich zu schießen. Lodi mit den Top-Werten. Der Typ hat ja wirklich richtig geile Werte für einen Silberspieler. Wollen wir nun den Anschlusstreffer finden? Lodi, komm, lauf an. Er drückt, er schießt. Lodi schießt! Wie kann man so kacke sein? Also wie kann ich so kacke sein? Also es hat zwar und auch nochmal Hahn zum Nachschuss. Oh, Mann. Niemals. Ja, ich versage der Versagten. So ist es dann letztendlich oder so fühlt es sich dann an. Es ging gar nicht. Einfach tierisch Pech gehabt, aber was soll man machen? Probieren wir es jetzt nochmal weiter mit Yilmaz. Yilmaz, Ball kommt auf Hahn. Anschlusstreffer nach 45. Minute. Nach den 3 Großchancen, die ich hatte, ist jetzt endlich ein Ball reingegangen. Ah, ärgerlich. Also gerade beim Elfmeter könnte ich mir immer noch wahrscheinlich komplett in den Arsch beißen, wie schlecht er doch geschossen war. Es hatte nicht geleckt oder sonst was. Ich habe ihn einfach total vertreten. Ich weiß gar nicht warum. Ging gar nicht. Naja gut, hüpfen wir nun in die 2. Halbzeit. Hier sehen wir jetzt einen richtig schönen Spielzug. Der Ball kommt wieder auf Yilmaz. Yilmaz muss schießen. Schießt! Und eine Top-Parade vom gegnerischen Keeper. Luis hat sich da mal ordentlich eingegönnt. Und dann schreiben wir jetzt, glaube ich, die 55. Minute, wo wir denn Desena für den lieben Noscherino einwechseln. Hat ja im letzten Spiel sehr solide oder in beiden letzten Spielen sehr solide, sage ich mal, die Bälle verteilt und war auch vom Tor wirklich gefährlich. Ich hatte auch noch eine gute Chance mit ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich die mit reingeschnitten habe. Müssen wir gleich mal sehen. Aber was macht der Gegner? Onua probiert sich hier halbwegs durchzusetzen, schafft es aber nicht. Und kommen wir nun zum Ausgleichstreffer. Gut durchgekommen von Yilmaz. Yilmaz! Ja, 2-2. Super gemacht. Das ist die Strafe, wenn man mit einem Außenverteidiger vorne rumläuft. Super, so muss das sein. Sehr, 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 sehr schön.
Ah, geil. Da kann man sich doch wirklich den Ast freuen. Und da hat Yilmaz solide abgeschlossen. Zum Glück ist ja mal nicht ganz sicher, dass diese Near-Post-Schüsse, sage ich mal, gerade angeschnitten auch nochmal reingehen. Nun haben wir jetzt nochmal Antonelli. Den Ball auf Noscherino. Noscherino zieht nach innen. Noscherino schießt. Oh mein Gott, was ist das? Wow. Davon möchte ich nochmal ganz kurz die Wiederholung sehen. Schaut euch das bitte an. Hugo Lloris hält. Dann machen die Spieler irgendeinen komischen Kram. Und Lloris hüpft nochmal hin und schlägt den Ball über die Latte zur Ecke. Ist er nochmal komplett auf Nummer sicher gegangen. Oh, was haben wir denn hier? Das ist kein Freistoß. Alles klar. Wieder Noscherino mit einem Superball auf André Hahn. 3:2 führen wir. Das gibt's doch gar nicht. Nein. Der Torwart schlägt den Ball weg. Fellaini. Oh, gewinnt das Kopfballduell gegen Benteke. Benteke. Oh, was für ein Chip auf Schöle. Schöle schießt, weil mein Spieler nicht rauf geht zum 3:3 in der 90. Minute. Es ist zum Kotzen. Mein Spieler steht da, kann raufgehen, tut es aber nicht. Na gut, hüpfen wir in die Verlängerung. Ne? Geht ja hier ein bisschen weiter. Hahn. Oh, mit zwei Ballrollen. Hahn muss ihn machen. Mit links und zieht ihn am Tor vorbei. Kauft euch oder baut euch kein Team mit niedriger Chemie. Beziehungsweise nicht mit Spielern mit 0 Chemie oder 1 Chemie oder 2 Chemie. Es ist fatal. Na gut, das war die einzige Chance, die wir hatten. Kommen wir nun zum Elfmeterschießen. Ersten Ball habe ich super pariert, super gehalten. Noscherino muss ihn verwandeln und das macht er. Eiskalt, kennt er nix. Wow. Benteke gegen Tremmel. Tremmel entscheidet sich wieder für die richtige Ecke. Supermann auf der Linie. Stark gemacht. Problem ist, man sieht es schon unten rechts bei mir. Das Spiel läuft ein bisschen gegen mich, weil die grünen Leisten werden bei mir immer kleiner. Ne, ich habe halt nicht so die guten Elfmeterschützen und dementsprechend muss ich jetzt einfach hoffen, dass ich hier nicht mehr patze als notwendig. Na gut, Yilmaz sieht eigentlich nochmal ganz gut aus. Ja, das sollte funktionieren. Yilmaz schießt in die Mitte, super. Noch ein Ball sind wir vorne raus. Wir haben zweimal gehalten. Ich habe einmal verschossen. Er trifft auch wieder. Ah, Mann. Lodi, komm. Den muss er diesmal machen, nicht wie in einer anderen Partie. Lodi macht ihn. Schön. Trotz des Lecks drin. Komm, einen nochmal halten. Oder irgendwie sowas. Und dann sind wir hier. Ja, dann sind wir durch mit der Partie. Aber sieht. Ja, aber mal gucken. Antonelli. Nein! Nein, wenn ich das schon sehe. Ah! Wieder wegen meinen schlechten Spielern zu gut. Oder meine Spieler. Kommt schon. Es kann nicht sein. Ah, komm schon, bitte. Jetzt nochmal Motta. Ah, das sollte passen. Glück gehabt. Da ist er noch mit den Fingerspitzen dran gewesen. Was haben wir jetzt? José Enrique. Und auch dieser trifft. Ah, muss es halt weitergehen. Erkin. Sieht auch gar nicht mal so super schlecht aus. Komm, Erkin, bitte in die Mitte. Bitte in die Mitte, ne, reimt sich, super Sache. Wow, das ist hier wirklich nicht einfach. Kabul und Tremmel hält, niemals, der Ball ist, Tremmel ist der Elfmetergott. Jetzt muss Kaya, komm bitte, Kaya. Nein, ich mach's auf Nummer sicher mit der Mitte, weil ich mich sonst, ich kenne, nee, oh, scheiße. Und Tremmel hält nochmal, jetzt, letzter Elfmeter, Hurt. Trifft. Das 6:5 im Elfmeterschießen. Ja, wir haben es geschafft. Ich kann mich hier wirklich nass freuen. Habt ihr nochmal gerade oben drauf meinen Subscriber-Twitch und meinen Twitch-Subscriber-Song auf die Ohren bekommen. Wow, es war eine Partie, wirklich. Ich hätte durchdrehen können. Ich habe so viele Chancen gehabt. Man sieht es gleich nochmal in der Statistik, auch wenn ich ein bisschen vorspulen werde. Ja, alleine schon die Spielerbewertung, Tremmel 6-4 und Lloris 8-5, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und dann habe ich hier halt wirklich 16:4 Schüsse. Und von den 16 Schüssen gingen, glaube ich, nur 5 oder so aufs Tor. Da steht 4, aber es ist Quatsch. 5 oder 6 gingen aufs Tor. Öffne ich jetzt hier zu Ende der Folge nochmal ein paar Packs für euch. Leider absolut missgezogen. Ich habe momentan ein bisschen weniger Coins, weil ich im Moment mit Aubameyang Inform trade. Seit er jetzt aus dem Team der Woche raus ist, zumindest hoffe ich das. Das Team war eine Katastrophe. Das Pack meine ich, das zweite Pack, ja, Kastan. Geht, glaube ich, für 2.000 weg oder so höchstens. War auch absolut gar nichts. Preis nochmal kurz nachgeguckt. Also war auch eine totale Graupe. Egal, lassen wir es kurz so stehen. Ein Pack werde ich jetzt nochmal ziehen. Und dann sind wir gleich auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Dementsprechend
Nee, nicht mal Manpack. Okay, dann nicht. Aber dementsprechend verabschiede ich mich schon mal von euch. Ihr seht's, erste Partie, die ich bislang mit denen gespielt habe. Hahn hat jetzt in 39 Partien 19 Tore, 6 Vorlagen. Vollkommen in Ordnung. Und wir sehen uns das nächste Mal.